So wie es im Augenblick um die Erlanger Innenstadt steht, ist es nicht positiv. Und Stillstand ist ja auf jeden Fall auf Dauer ein Rückschritt. Deswegen als Beispiel, was hat die Innenstadt mit der Stadtumlandbahn zu tun? In diesen beiden Straßenzügen fahren pro Tag über 1000 Busse. In der Vergangenheit war es so, dass viele Initiativen von Anliegern, von verschiedenen Parteien sich immer wieder dafür engagiert haben, dass hier schöneres Leben stattfinden kann. Aufenthaltsqualität, Außenbestuhlung, bessere Erreichbarkeit bei schönerer Atmosphäre. Es ging immer nicht wegen den 1000 Bussen am Tag. Mit der Wöhmühlbrücke bringt jetzt die Stadtumlandbahn die Möglichkeit, dass ein Großteil der Buslinien über eine andere Linie in die Innenstadt geführt wird. Die Erreichbarkeit sowohl vom Stadtwesten als auch vielleicht später einmal vom Stadtosten wird noch viel besser werden, viel schneller. Und trotzdem kann man dann daran gehen, die Innenstadt so zu gestalten, dass Besucher und Bewohner sich hier wohler fühlen. Insofern wünsche ich mir für die Zukunft, dass die STUB mit einem positiven Entscheid und einem Gesamtkonzept, mit einem Innenstadtkonzept umgesetzt wird, was die Erreichbarkeit sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch den Individualverkehr ermöglicht, dass Gäste und Bewohner sich willkommen fühlen und wir eine positive Perspektive erhalten.